Der Friederich, das war ein arger Wünterich. Er fing die Fliegen in dem Haus und riss ihnen die Flügel aus. Er schlug die Stühl und Fiegelton, die Katzen litten großer Not. Und höre nur, wie böse er war, er peinschte seine Gretchen gar. Am Brunnen stand ein großer Hund, trank Wasser dort mit seinem Mund. Damit der Peinscher zu sich schlich, der bitterböse Friederich. Und schlug den Hund, der heulte sehr, und rannt und schlug ihn immer mehr. Da biss der Hund ihn in das Bein, recht tief bis in das Blut hinein. Der bitterböse Friederich, der schrie und weinte bitterlich. Jedoch nach Hause lief der Hund und trug die Peitsche in dem Mund. Ins Bett muss Friedrich nun hinein, litt vielen Schmerz an seinem Bein. Und der Herr Doktor sitzt dabei und gibt ihm bittere Arznei. Der Hund an Friedrichs Tischchen saß, wo er den großen Kuchen aß, aß auch die gute Leberwurst und trank den Wein für seinen Durst. Die Peitsche hat er mitgebracht und nimmt sie sorglich sehr in Acht.